Hey, meine lieben Abonnenten, es wird wieder Zeit für ein Let's Play. Und zwar machen wir mal nebenbei gleich nochmal einen anderen Mod. Und zwar hat mich das schon die ganze Zeit so interessiert und neugierig gemacht hier. Wir spielen jetzt mal Dead Space als Half-Life 2 Mod. Ist mir übrigens mal aufgefallen nach einer Weile, dass das eigentlich so nicht ganz Dead Space heißt. Ich glaube, damit man es unterscheiden kann, heißt es Apple Deckers Dead Space. Also Apple Deckers Dead Space, keine Ahnung. Vielleicht heißt der so, komischer Name, aber okay. Story, Freunde, ich glaube, ich, ganz ehrlich, muss ich dir euch erklären. Ich sag's mal für diejenigen, die Dead Space nicht gespielt haben. Mal davon abgesehen, ob das vielleicht überhaupt was mit Dead Space zu tun hat, hat aber die gleiche Story sogar schon irgendwie. Naja, wenn man es so lesen tut, hört sich fast gleich an, wie gesagt. Es geht hier darum, dass wir in einer runtergekommenen Raumstation und reinkommen und wir sollen dann halt nach Überlebenden suchen und ja, und wie gesagt, das ist genau das gleiche wie in Dead Space. Bloß, dass man da mit einem Team startet und ich glaube, ich weiß gar nicht, ja, da hat das noch ein bisschen noch mehr Tiefe gehabt. Aber wir werden sehen, Freunde. Fangen wir mal an. Ich habe noch nicht mal ausprobiert, ob es funktioniert. Der Hintergrund sieht genauso aus wie Half-Life 2. Naja. Ja, irgendwie wurde es auch von irgendeinem Studio gemacht. Ich habe es jetzt nicht. Jetzt habe ich es wieder vergessen, Freunde. Fällt es mir noch ein? Das war so ein ganz komischer Name. Ach, keine Ahnung. Ist wieder so um so ein Studio. Und naja, wir werden sehen, ob das Ähnlichkeit hat. Ja, es gibt ja noch so einen anderen Mod, den möchte ich auch noch unbedingt spielen. Oh, Entschuldigung. Ja, und zwar der heißt ID Doom, glaube ich. Oder Doom ID, glaube ich so. Ja, Freunde, also wenn das nicht eindeutig ist. Ja, da können wir es nochmal sehen. Ja. Ihr könnt es ja auch lesen, wa? Ja. Naja, okay. Das war jetzt bei Dead Space anders. Da wurden eigentlich nicht sozusagen Forschung betrieben. Eigentlich war das ein Schiff, wo Minenarbeit durchgeführt wurden. Und hier wird gleich angesprochen, dass es irgendwie illegale Forschung getrieben wurden. Und naja. Was zum. Was zum? Wieso starte ich hier schon? Haha. Warum kann ich meine Items nicht haben? Ey, hallo. Physik. Wow, Freunde. Voll der Slow-Motion-Jump. Voll der Moon-Jump. Wie geil. Oh, nicht, dass ich Fallschaden bekomme. Das ist jetzt ein bisschen blöd gemacht. Soll ich da jetzt drankommen noch? Naja, gut, wie gesagt, das ist ein Kolonieschiff gewesen zur Minenarbeit von Monden und Asteroiden und so ein Scheiß. Naja, und hier ist es gleich ein bisschen anders, die Story. Was soll das sein? Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Gab das auch in Half-Life 2? Oder sind das tatsächlich mal so neue Models, die sie hier gebaut haben? Also, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt von dieser Mod nicht erwartet. Wo, nicht, nein, ich will nicht ins All geschossen werden. Was soll das da oben sein? Das soll doch bitte nicht mein Schiff sein, mit was ich hier geflogen bin, oder? Naja. Ich wette mit euch, ich sollte. Ey, das nervt mich jetzt. Ich will meine Sachen haben. Naja, okay. Wir kommen nicht ran. Müssen wir jetzt durch. Ah, ich weiß, ich bin sowieso immer so der Sci-Fi-Liebhaber und oh, ich liebe Spiele und Filme Sci-Fi-mäßig. Ach, schon geil. Deswegen freue ich mich irgendwie schon so ein bisschen selbst auf diese Mod hier. Wenn sie schlecht sein sollte, was ist das, Freunde? Hey, ich will euch besagen, Freunde, das ist Dampf, ja, hier und das leckt nicht ein bisschen. Ja, naja, okay, wir müssen mal gucken. Ich verstehe das nicht, warum es bei dem Feuer in den Mods meistens laggen tut. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz was kontrollieren. Bin gleich wieder da. Da ist mir doch eben gleich das Game abgekackt und ich habe gerade wieder Erstaufnahme gedrückt und dann meine Uhr gedrückt. Was mache ich denn heute? Egal. Ja, nee, sorry. Geht hier gleich los und dann mache ich hier gleich schon wieder. Wow, mache ich hier schon gleich mal einen Cut. Es geht ja schon gut los, sag ich. Was? Was, Freunde?
Was sind das für Dinger? Ich dachte erst, das ist eine Satellitenanlage, aber sind das so eine Fluchtkapsel? Ein bisschen falsch gestartet, wa? Wow, ich jump mal rein hier. Boah, ich sehe gar nichts. Oh, hier ist es auch gleich durchgebrochen. Wow. Oh, man kommt ganz knapp raus. Oh nee, Freunde, also Manhex, das ist jetzt fatal, weil ich habe noch keine Waffen. Was ist denn mit dir? Ihhh, guckt euch den an, Freunde. Ja, das ist. Die haben auch diese Anzüge von Dead Space an. Ich krieg schon Munition, obwohl ich noch gar keine Waffe habe. Ihhh, sehen die eklig aus. Und ich höre schon Manhex. Ah, die sind. Nein, was soll das? Ey, das finde ich scheiße jetzt. Ich habe noch keine Waffe. Ist das verbuggt, dass ich die Waffe noch nicht bekomme? Ich renne einfach mal. Wow. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich fliege? Und nochmal um die Ecke, Freunde, so dass man nicht hochfliegt. Oh Gott, es sind immer mehr. Oh, nicht zu hoch, nicht zu hoch, nicht zu hoch. Was soll ich denn hier um? Ah. Jumping over the world. Scheiße. Ich schaffe es, Freunde. Ja, ich hab's geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Knacks. Oh mein Gott. Wo bin ich jetzt? Keine Ahnung. Ich bin einfach mal irgendwo reingegangen. Mann, was soll das? Warum krieg ich diese scheiß Waffe am Anfang nicht? Und diese Brechstange. Ich wette, ich hätte die schon längst haben sollen. Ah, das ist schon wieder, ey. So, ich bin nächstes Mal hier drinne. Oder sollte ich die wirklich noch nicht haben? Lustig ist, man fängt von draußen. Wow, was war das? Das war eben geil. Krieg ich das nochmal hin? Nein, natürlich nicht. Dead Space fängt man ganz anders an. Da fährt man oder segelt man regelrecht in die Landungsbucht hinein. Und naja, ist halt ein anderes Anfang. So, wo sind wir denn jetzt, ne? Ja. Okay, Freunde, ich bin mir jetzt immer mehr sicher. Hä? Ist einfach rumgekippt. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir jetzt immer mehr sicher, dass ich da was am Anfang vergessen habe. Oder es nicht bekommen konnte. Aber. Naja, wir machen es erstmal so. Wir probieren es so. Wenn nicht, dann muss ich nochmal cutten und muss es nochmal probieren. Naja, wir werden sehen. Keine Ahnung, mir kommt es ehrlich gesagt falsch vor. Aber vielleicht sollte es ja auch so sein. Naja, man wird es sehen. Wow. Ein ganz schwieriges Rätsel. Oh, krieg ich das hin? Oh, ich hab's hingekriegt, Freunde. Alter, Freunde, die ganze Anlage wurde nur lahmgelegt, weil die Stecker gezogen wurden. Ist das nicht fortschrittlich heute? ich habe noch keine Waffen. Ach, Freunde, ich glaub's nicht. Hallo, ich komme nicht mal zurück. Ah! Aua. Ich geh einfach mal vorbei. Mich ehrt das jetzt immer noch. Aber selbst beim zweiten Start kam ich an die Waffen nicht ran und an den ganzen Gegenständen. Ist komisch. Mann, mich lässt es nicht los, dass. Alter, was geht denn da ab, Freunde? Was war denn das eben gewesen? Ich ahne es ja. Ah ja. Ah ja. Okay, die Gravity Gun. So kommen wir wahrscheinlich erst an unsere Waffen ran. Ist hier Glas vor? Man sieht es gar nicht. Ja, und was ist auf jeden Fall davor? Ich will da nicht lang. Eigentlich will ich zurück und meine Waffen holen. Komme ich dann noch zurück? Nicht, dass ich da sowieso nochmal vorbeikomme. Ihr kennt mich. Ich gehe mal zurück, glaube ich. Ich hole mir mal meine Waffen. Ich finde das scheiße sonst. Aber ich kam hier, glaube ich, gar nicht mehr zurück, wa?
Ah, nee, dann lassen wir es. Ich will jetzt hier auch keine unnötigen Risiken eingehen, dass ich wieder halb tot bin. So, da wo die unheimlichen Geräusche herkommen, gehen wir natürlich hin. Dax! Und bam! Wir brauchen keine Waffen. Wozu brauchen wir Waffen, Freunde? Wir haben die Gravity Gun. Schöne Holzeinrichtung in ein Raumschiff. Wow! Was war das, ey, Freunde? Das Game war eben gerade ein wenig überlastet. Na gut, hier ist nichts. Wow, lasst mich durch. Jetzt habe ich mich erschrocken, Freunde. Mann! Scheißvieh. Ey, Mann, jetzt bin ich wirklich erschrocken, so ein Kack hier. Na gut, wir gucken mal, was hier ist. Ah, deswegen, wir kommen hier nämlich gar nicht weiter. Das hätten sie mal machen sollen, wenn ich die Klinke drücke und nicht, wenn ich hier einfach nur da schon hinlaufe. Alles hier aus Stein, was haben die denn hier für ein Raumschiff? Naja. Eigentlich ist es egal, weil ein Raum... Wow. Okay. Im Weltall ist sowieso alles schwerelos, also... Naja, okay. Fangen wir mal nicht daran, darüber zu philosophieren. Es ist ja immerhin eigentlich nur ein Spiel. Ja, super. Aber wir haben erstmal schon mal wieder Schild und Lehm. Das finde ich ja mal klasse. Weil... Oh, ich werde angerufen. Wartet mal ganz kurz, Freunde. Bis gleich. So, ich bin wieder da. So was von geil, Freunde. Da kriegt man eine SMS auf das Telefon zugesendet. Und das tut ja eine komische Maschine vorlesen. Und, kam dann nur sowas Tolles raus. Ich habe es erstmal nicht verstanden. Ich habe es mir auch ein zweites Mal angehört. Ich kannte auch übrigens die Nummer überhaupt gar nicht gerade. Kam dann sowas Tolles wie Hallo Lin. Und, hä? Nur Hallo Lin. Und ich dachte, was ist denn hier los? Naja, keine Ahnung, Freunde. Ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß es selber nicht. Hallo Lin. Ich finde diese Maschinen total lächerlich. Die könnte man auch weglassen. Was habe ich denn jetzt hier aktiviert? Ach, Wasser. Den Wasserstand, Freunde. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, seht ihr? Ich wäre jetzt hier voll vorbeigelaufen. Ah ja, ah ja. Cool. Na gut, cool. Wir haben jetzt schon mal... Achso, ich war noch nicht fertig mit der Lehm... Mit den Lehm aufsammeln. Wollten wir das noch voll... Okay. Naja, Lehm voll machen. Wir gehen jetzt hier mal hier weiter. Wir haben schon mal eben die SMG. Fehlt noch die Brechstange und die Pistole. Wow! Naja, das geht natürlich schlecht mit der Gravity Gun. Aber es funktioniert auch mit der Gravity Gun. Dreimal. Nur geht ja auch. Schrott schon, Freunde. Cool. Was ist denn mit dir los? Was zum Teufel haben sie denn diesen komischen Helm her? Ja, das sieht ja auch geil aus. Iiii. Vorher erstmal nur so da. Schon wieder. Wartet mal, Freunde. Mann, das ist nervig. Ah ja, Freunde. Jetzt hat sich das irgendwie doch gerade aufgeklärt. Es kam zu einem schon wieder so eine SMS, die man nicht, überhaupt nicht verstehen konnte. Aber okay. Es war wohl meine Freundin irgendwie, die was probiert hatte. Oh, du Schweine. Und... Boah, Mann. Hallo, stirbt ihr mal? Irgendwie hatte sie gerade Handyprobleme, mit dem Handy irgendwie Probleme und ach, keine Ahnung. Ah ja. Aber ist lustig. Versteht diese komischen Scheißansagen aber auch irgendwie gar nicht, Freunde. Voll dumm. Ah, dann kommt immer dieses tolle Computerdeutsch oder Englisch, ja, keine Ahnung. So. Hier sollen wir bitte schon. Ja, genau, nach sowas. Wir müssen irgendwie nach wichtigen, überlebenden Wissenschaftlern so. Ja, voll, ey. Was ist denn das? Ist ja mal voll eklig. Oh. Entschuldigung. Mann, das ist aber auch immer schlimm, wenn ich mal einen Kaffee trinke und. Oder überhaupt. Muss man mal aufstoßen. Naja. Wie es aussieht hier. Okay, hier ist noch irgendwo ein Überlebender. Man könnte ihn gerade hören. Ich schätze mal hier hinter. Oder. Nee. Hä? Man hat's da eben gehört, need some help. Wo?
Hier, einer von denen hier? Kann man die aufdrücken oder so? Das ist ja lustig, ey. Kommt da oben nicht rauf? Naja, okay. Ach, da habe ich gar nicht gesehen. Ja. Olle. Kann dir nicht helfen? Ach doch, kann ich. Na klar. Hier ist wieder mein Final Destination. Denkweise. Wenn ich jetzt die Kisten wieder zerstöre, wäre es hier wieder aufgeschmissenes Game. Naja, okay. Boah! Immer alles. Ich muss immer alles ein bisschen anders machen. So. 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 Wow. Die Stimme kommt von links. Ey, die haut ab, die Alte. Na? Man erkennt dich gar nicht. Du bist auf jeden Fall eine Olle. Das sieht man an deiner Oberweite. Du hast da zwei Beulen. Ah, ich dachte mir schon, dass es ein Fahrstuhl ist. Ja, also, ich schätze mal, an den Waffen und an die Sachen da oben sollte man, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man da rankommt heute. Combines? Jetzt mal nur so am Rande, wie sollen die das jetzt rechtfertigen? Wow. Ja, Mann. Und Knacks. Knacks. Und schieß. Wo? Oh, ey, die. Ach, Schrot ist doch mal noch am geilsten, Freunde, wa? Oh, voll dazwischen eingequetscht. Gut, wir haben schon wieder volle Munition. Mann, geh doch mal raus. Ah, dieses Geräusch hört sich auch geil an. Oh, Granaten, Freunde, das ist ja was Tolles. Mach mal Platz hier. So. Okay, wir haben erstmal alles gecleant. Blöderweise habe ich keine Brechstange. Naja, okay. Ich brauch's glaube ich auch gar nicht. Ich baue noch die Gravity Gun. Komm runter. Und du kommst auch noch runter. Hä? Ich hab nochmal. Hä? Hinter mir? Ich schätze mal unter mir oder sowas. Na gut. Excuse me, Gordon. Ah, ich bin Gordon, habt ihr es gehört? Wo? Komm ich da ran? Ja, ich komme da ran. Ich komme da eh noch hin, glaube ich. Oder? Na, Mann. Man muss aber wirklich genau drauf haben. Ich nehme es mir mal sicherheitshalber, falls ich doch noch nicht. Mann, kommst du her. Falls ich dich doch nochmal dahin muss. Falls ich nicht dahin nochmal hin muss. Und, habe ich. Oh, voll. Okay. Hier ist nochmal ein bisschen Munition. SMG-Muni. Ich hätte lieber Schrotmunition. Hä? Nee, doch nicht. Von oben sind sie gekommen. Oh, ich weiß gar nicht, ob sie hier auch sterben kann. Oh, Entschuldigung. Mann, ich bin, wie gesagt, immer noch nicht so richtig geheilt. Oh, aber immer noch irgendwie so ein bisschen husten und so. Nee, ich muss da definitiv noch raus. Ach, da, guck mal, Freunde, da geht's weiter. Wie vermute ich, dass der Mod so richtig gut sein wird? Weiß ich nicht, warum. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe zwar nicht. Weil mir so die Umgebung kriegt, eigentlich irgendwie gefällt. Aber okay. Guck mal, da oben sind nochmal Leben. Jawohl, das war irgendwie klar. Es musste ja sein. Weil wenn du die Raketen. Boah, shit. Knacks, wieder immer voll im Arsch, das Teil. Und yeah, voll in die Seite. Vergiss es, du kriegst sie nicht. Leck mich. Nein, kurz davor. Ja, yeah, scheiße war, wo du nachladen musstest. Und oh, voll gegen die Wand, Freunde. Was? Nein, kommt schon. Das war's jetzt nicht, oder?
Scheiße, Freunde, ich muss schon wieder den Part beenden. Ey, das ist. Es ist immer so, dass wenn das Game zu Ende ist, muss ich immer meistens das Part beenden. Oh, Freunde, ich will nur ganz kurz warten. Und ihr könnt es schnell durchlesen. Ich überziehe mal einfach ein ganz kleines bisschen. Ist zwar ein bisschen scheiße, aber. Ah, ich mache jetzt mal lieber Schluss. Bis gleich. Ciao.